Comedy-Festivals, habe ich mich immer wieder gefragt, worüber lachen die Leute jetzt eigentlich? Fühlten Sie sich tatsächlich gut unterhalten? War das gute Unterhaltung, was Ihnen geboten wurde? Ich war verunsichert. Fürchtete um meine Qualitätsmaßstäbe und Ihre Relation zu dem, was die Kollegen in der Unterhaltungsredaktion für das Maß aller Humorigkeit hielten. Erleichtert ging ich zurück in mein Aufgabenfeld der Informationssendungen und in meine freischaffende Tätigkeit. Als jemand, der ganz einfach Lieder schreiben kann, ohne den Druck zu spüren, Lachmuskeln dauernd bedienen zu müssen. Und der nicht in Panik gerät, wenn in diesen Liedern mal die Unterhaltungsqualität nicht im Vordergrund steht. Das ist dann eben so. Und wenn Lieder mit einer gewissen Nachdenklichkeit Beifall finden, dann sind sie für mich auch unterhaltsam, auf ihre Art. An manchen Tagen. An manchen Tagen merke ich komme in die Jahre. Auch wenn die Zeit verfliegt, sie nimmt mich einfach mit. Sie kümmert's nicht, ob ich manchmal von mir was spare. Und eilt davon, eilt ich mit ihr nicht eilig Schritt. Sie zieht und drückt mich nicht, sie lässt sich einfach gehen und blickt sich nicht mal um, ob ich ihr folgen kann. Wenn's möglich wäre, blieb ich allzu gerne stehen. Ganz sicher wird das auch passieren irgendwann. An manchen Tagen denk ich an vergangene Zeiten, an manches weit zurück, wie viel ich schon vergaß, an Nichtigkeiten, die doch Anlass waren zu streiten, und an Vergnügliches mit ausgelassenem Spaß. Wie gern würd ich mich noch an manches gut erinnern. Bei anderem bin ich froh, dass es mir längst entfiel. Mal zählt man eben zu Verlierern und zu Spinnern und setzte sich ein viel zu hoch gestecktes Ziel. An manchen Tagen höre ich Stimmen, sehe Gesichter, die mich verfolgen, doch ich schieb sie einfach weg. Fühl mich für niemanden als Rächer oder Richter, mag keinem drohen und brauch so auch kein Versteck. Gab es doch viele, die so meine Wege kreuzten. Mal etwas näher, manche eher peripher. Bei manchem Abschied wir uns unter Tränen schneuzten. Und manchem floss nicht eine Träne hinterher. An manchen Tagen mag ich einfach nicht sortieren und lass Gewesenes, was längst vorbei ist, ruhen. Was nun noch vor mir liegt, das wird mir schon passieren. Ob's mir gefällt, ich kann doch nichts dagegen tun. Ob ich mich schiebe, drücke, schubse oder ziehe. Es geht doch irgendwie von selber stets voran. Es bleibt auch sinnlos, wenn ich vor mir selbst weit fliehe. Denn
denn schließlich kommt ja doch am Ende jeder dran.